Hallo zusammen, hier ist der Andreas, der paranormale Ermittler. Ich habe eine Anfrage bekommen heute, ob ich mich mal in den Fall Peggy Knoblauch verbeißen möchte. Ich habe zugesagt, aber mit der Einschränkung, dass ich es versuchen werde. Und ich weiß nicht, ob es gelingt, wie bei jedem Fall eigentlich. Die Peggy Knoblauch ist am 7. Mai 2001 verschwunden. Denkt man auch, dass es der Todestag ist. Und bis heute keine großen verwertbaren Spuren vorhanden sind bei der Polizei. Wir möchten versuchen, heute mit der kleinen Peggy, die ja nur 9 Jahre alt geworden ist, in Kontakt zu treten. Natürlich weiß ich nicht, ob es gelingt, aber wir können es versuchen. Ich habe mich extra auch nicht eingelesen in den Fall. Ich bin ganz objektiv daran gegangen, ganz voreingenommen. Ich habe keine Ergebnisse im Kopf. Ich habe keine Fahndungserfolge im Kopf. Ich habe nichts. Nur den Namen und ein Bild vor den Augen von Peggy Knoblauch. Was ich mir dahin gefragt habe, ob sie irgendwie verwandt sind mit der Chefin von Zentralrat der Juden damals, der Knoblauch, der Frau Knoblauch, das weiß ich jetzt nicht. Das werden wir rausfinden, aber ich nehme mal eher nicht. Denn wollen wir mal versuchen, dass wir in eine Zwischenwelt gelangen und ich meine 3 Spezies erreiche, die mir eventuell die Peggy Knoblauch besorgen könnten. Denn Sie wissen ja, ich habe da so 3 Kandidaten in der Zwischenwelt, die mir helfen. Wir haben einen kleinen Vertrag ausgehandelt. Dann schauen wir einfach mal, ob da was wird. Hallo, hallo, hallo Zwischenwelt. Hier ist der Andreas. Der paranormale Ermittler Bulle genannt und der Seelenwanderer Andreas. Gemeinsam sind wir Amon. Ich bin es, der immer mit dem größten Respekt und mit dem fliehenden Herzen zu euch kommt. Meine ganze Liebe lasse ich euch hier, wenn ihr mir etwas helfen könnt. Ich rufe ganz offiziell den Jonas 14, den Henning und die gräfliche Hoheit Yoshi. Hallo, ihr 3 Spezies. Geht's euch gut? Wir möchten heute den ersten Versuch starten einer gewissen Peggy Knoblauch. 9 Jahre am 7. Mai 2001 verschwunden. Mit der ersten Bemerkung könntet ihr recht gehabt haben, dass es ein Loot ist. Aber das spielte hier jetzt erstmal keine Rolle. Könnt ihr die Peggy Knoblauch mit an diesen Tisch bringen? Ist noch ein kleines Mädchen, passt also vorsichtig und ganz lieb und ganz höflich und gentlemanmäßig, ja? Wir werden jetzt eine halbe Minute warten. Mehr wird es nicht dauern, denke ich mir. Die Jungs sind feilschnell. Ja. Ist die Peggy bei uns? An meinen Tisch, ja, ist super. Hallo Peggy. Hab keine Angst vor uns, wir wollen dir nichts tun. Wir schenken dir unsere ganze Liebe. Ich bin ein Eierkopf, ja. Jonas 14, sag erstmal, wer ich bin.
Ich bin der Andreas, liebe Peggy. Der versucht, in manchen Geschichten Licht ins Dunkel zu bringen. Wie in deinem Fall, wo du verschwunden bist, leider. Die Welt war da unsäglich traurig. Ist heute immer noch traurig, weil sie den Täter noch nicht haben. Ich möchte dich damit nicht belasten, kleine Peggy. Ich habe auch eine Tochter. Ich weiß, wie weh es tut. Kannst du mir etwas über den siebten Mai sagen? Wo bist du weggekommen? Was wurde zu dir gesagt oder wer hat was zu dir gesagt? War das eine Tante? War das ein Onkel? Wer war das? War das eine Tante? War das ein Onkel? Tot, ja. Tot. Wer war es? Ich gehe mal davon aus, dass wir nicht nur einen Versuch brauchen. Ich streng mich jetzt an, Peggy. Ich sehe dich vor mir. Mit blonden Haaren. Ich denke mal so 1,10 groß. 1,20, 1,10, 10, 20. Mit einem Kleid. Blut war da, ja. Aber wer hat das Blut verursacht? Und der es nicht heile gemacht hat, wer war es? Männer, ja. Wer hat dir so viel getan? Peggy, ich bin ganz unglücklich, was hier passiert ist. Was ist dir passiert? Du hast alle Aufmerksamkeit, die dir gebührt. Bist du mit jemandem mitgefahren, den du gekannt hast? Egon? Wem hast du gekannt? Wem hast du vertraut, Peggy? Wem hast du vertraut, Peggy? War es ein Auto? Was für ein Auto war es? Was für ein Zeichen war an dem Auto, Peggy? Ab.
Hast du den Onkel oder die Tante gesehen? Was hat es denn zu dir gesagt? Komm rein, Peggy, hat sie gesagt. Wieso? Hat sie dir was hat es dir was versprochen? Ich möchte es einfach verstehen, Peggy. Ich weiß es nicht. Keiner ist dir böse. Keiner ist dir böse, Peggy. Keiner ist dir böse. Aber ich möchte das ja nur verstehen. Du hast alles richtig gemacht jetzt, ja, um Gottes Willen. Zu mir wollt er fahren? Was heißt zu mir? Es macht mir Angst, Peggy. Wer ist da bei dir gewesen, kleine Peggy? Nee. Wer hat dich denn dabei wer hat dich da angesprochen? Was hat man dir versprochen, Peggy? Katzenkinder, Hundekinder. Tom hat man dir versprochen? Wer hat dich mitgenommen? Wenn du mir das sagen kannst, wo er dich da mitgenommen hat. Warst du mit dem Kinderwagen draußen? Hast du mit deinem Puppenwagen gespielt? Oder hast du mit deinem Fahrrad gespielt? Hat man dir Puppenbabys versprochen? Oder ein Buch? Oder was zum Malen? Du warst ja schon ein Schulkind. Du kannst reden, Peggy. Einfach reden. Zu spät ist es jetzt? Ist nie zu spät, Peggy. Wir wollen ja den Bösen einfangen. Dass da nicht noch mehr Kinder darunter geraten. Ja, Peggy. Wo bist du jetzt? Du bist tot in der Zwischenwelt. Aber wo ist dein sterblicher Körper?
Ist er schon auf dem Friedhof? Wer hat dir das Leid angetan? Wer hat dich so gequält? Du hattest fürchterliche Angst. Ich kann deine Angst heute noch spüren. Wer hat dir so viel getan? Ja, du bist ermordet, ja, das stimmt. Aber wer hat dich ermordet? Hans Jod? Nicht der Michael? Den sie verhaftet haben, war es er oder war es er nicht? Wir sollen es vergessen. Ich bin Andreas, ja. Du bist der Chris. Möchtest du uns bei dem Fall helfen, Chris? Du bist tot und möchtest nicht helfen. Warum bist du jetzt da, Chris? Weißt du was? Was weißt du? Was weißt du bitte? Tot, ja, alles tot, ja. Gräfliche Hoheit Yoshi. Sind Sie anwesend? Gräfliche Hoheit, Yoshi, Joschka, sind Sie anwesend? Henning, sind Sie anwesend? Jonas 14, bist du anwesend? Ich gebe euch jetzt offiziell einen Auftrag. Ja? Ihr sammelt bis morgen Informationen über die Peggy Knoblauch. Wie es dazu gekommen seid. Ich möchte wissen, wo die sterblichen Überreste sind. Frage 1, wo sind die sterblichen Überreste? Frage 2, wer hat ihr das Leid angetan? Frage 3, die Abschlussfrage, wer ist der Täter oder die Täter? Morgen gegen 13, 14 Uhr werde ich eine Sitzung unternehmen mit euch und Peggy Knoblauch. Über den Vorfall, wie es dazu gekommen ist, wer ihr das Leid angetan hat.
oder weshalb ihr das Leid angetan wurde. Und wo die sterblichen Überreste sind. Liebe Peggy, ich werde es heute jetzt erstmal beenden. Ich verabschiede mich für heute. Und wir sehen uns, wir hören uns und sehen uns morgen Mittag wieder. Ruhe bis dahin in Frieden. Mögest du meine ganze Liebe empfangen. Bis morgen.